Willkommen auf meinem Kanal Streampunk, liebe Leute. Ich habe jetzt ein paar Tage nichts von mir hören lassen und ich gebe es gerne zu. Der tägliche Blick in die Mainstream-Medien raubt einem oder mir Kraft. Ich denke, euch geht's ganz genauso. Es ist im Moment wirklich kaum noch zu ertragen. Ich habe es im letzten Video schon mal gesagt, wir befinden uns hier unter einer Glocke und das hatten wir in Deutschland schon mal. Abgeschirmt von der Außenwelt mit unserer Presse, mit unseren Medien. Immer weiter, es zeichnet sich immer weiter ab. Es ist interessant jetzt nach mittlerweile 27 Monaten Narrativen, dass die Presse scheinbar nicht nur gegen uns arbeitet, sondern auch gegen unsere Politiker. Und das, was also im Corona-Ausschuss bereits gesagt wurde, dass die großen Cash-Pipelines geöffnet werden. Das sind die großen Hedgefonds, die großen Anlageverwalter, also die Milliardäre, die Fonds, die sozusagen oder Investmentgesellschaften, die sozusagen die ganzen Milliardäre vereinen. Da werden dann, das wurde im Corona-Ausschuss mal erklärt, da werden dann sogenannte Cash-Pipelines. Pipelines deswegen, weil da riesige Beträge laufen und zwar richtig fett. Und ich meine, gut, das sind Milliardäre, auch diese Anlageberatungsunternehmen, da spielt 1 Milliarde mehr oder weniger überhaupt gar keine Rolle. Damit kannst du, keine Ahnung, dir 100 große Medienköpfe kaufen, ja, gib dem jeden, keine Ahnung, 100 Millionen, ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, also für die ganzen Leute da, die das Geld haben, spielt das alles keine Rolle und es zeichnet sich immer mehr ab. Egal was ist, in unserer Presse wird einfach auf der Bevölkerung herumgetrampelt. Unser Justizminister, der Buschmann, der hat dem Lauterbach ja ein bisschen Gegenwind gegeben, weil Lauterbach sagt, ja, wir müssen schon mal gucken, was im Herbst jetzt hier läuft und wie wir hier im Herbst zurückkommen, dass wir uns schon mal vorbereiten. Und Buschmann hat gesagt, ja, Moment, da brauchen wir aber erstmal Daten und zwar müssen wir eigentlich erstmal die vergangenen Jahre auswerten, um überhaupt zu sehen, was ist. Wiederum sagt Lauterbach, das habt ihr ja auch sicherlich schon gelesen, Lauterbach sagt wiederum, ja, wir werden die Daten erst nächstes Jahr erheben. Also da kriegt der Lauterbach ordentlich Wind von unserem Justizminister, der eigentlich der Chef von dem Harvard ist, mehr oder weniger. Ich weiß, die werden ernannt, aber wir wissen ja, dass da hinter vorgehaltener Hand, hinter verschlossenen Türen, gerne auch mal Absprachen laufen. Lieber Herr Buschmann, diese Absprachen können Sie gerne auch mal mit Herrn Harvard treffen. Laden Sie den doch mal zum Abendessen ein und besprechen mal seine berufliche Zukunft. Vielleicht kommt dann unser Land auch ein bisschen weiter. Unterm Strich ist es so, dass wir ja zwischendurch diese Affenpockengeschichte hatten und da sagt die WHO jetzt auch 100 Fälle weltweit. Herr Lauterbach will schon Impfzeug bestellen. Lass ihn bestellen. Genau, der kriegt Wind also von unserem Justizminister und prompt heute, einen Tag später, lese ich, in Mecklenburg-Vorpommern steigt die Inzidenz. Also sie fangen wieder an wie am ersten Tag. Und ich habe es so schön gelesen neulich, ihr könnt uns 1.000 Euro Hartz IV oder Energiegeld geben und das jeden Monat. Wir vergessen nicht. Und zwar niemand vergisst. Und da habe ich heute wieder für euch auch so ein Sammelsurium von Nachrichten gefunden, weil ich merke, ja, ich habe ein paar Tage keine Videos gemacht, weil ich merke, es ist unheimlich anstrengend. Und ich habe den Spruch schon vor ein paar Tagen oder vor einer Woche schon mal gehört, warum eigentlich mit dem Negativen beschäftigen, wieso kümmern wir uns nicht um die positiven Dinge. Und so eine Mischung, so ein bisschen ist es heute auch. Es ist witzig, ich habe das selbst jetzt gemerkt, die Tage. Ich habe immer gesagt, ich mache diesen Kanal aus dem Bauch heraus. Ich bringe Videos, weil sie aus dem Bauch herauskommen. Ich habe am Anfang hier täglich 2, 3 Videos gebracht. Auch mal so Breaking-News-Videos, die mal 2, 3 Minuten kurz waren, weil man am Anfang gedacht hat, die sind alle wahnsinnig geworden. Ja, was sind das für Nachrichten? Ja, und das ging ja immer so weiter. Und ich sag's euch ganz ehrlich, da verliert man die Kraft mit der Zeit, sich darüber aufzuregen. Irgendwann sitzt du dann hier und hast so ein Pfeifen auf dem Ohr und denkst dir, ach du Scheiße, das ist alles viel zu stressig und viel zu negativ. Und so sitze ich also hier und denke mir, Mensch, was ist denn mit dir los? Du hast irgendwie gar keinen Drive, irgendwie ein Video zu machen. Ja, und das ist eben so ein Selbstfindungsprozess. Wenn du etwas mit dem Herzen machst, dann kann es auch mal sein, dass du mal eine Woche pausierst, weil dir irgendwie gerade das Herz fehlt oder wehtut oder was auch immer. Auf alle Fälle, ja, bin ich heute wieder dabei und freue mich auch. Und ich merke auch wieder, wie ich Lust habe. Und da werde ich auch gar nicht lange rumschnacken und euch gleich einmal mitnehmen. Der erste Artikel dreht sich um Ulrike Guérot oder wie sie heißt. bei Markus Lanz. Vielleicht habt ihr das gelesen. Wer für den Frieden ist, ist jetzt auch Feind. Die Cancel Culture ist aus dem Kulturbereich über Corona in die Kriegsthematik geschlüpft. Ja. Das, was ich im Grunde gerade auch genannt habe. Neueste Zielscheibe, die Bonner Politikprofessorin Ulrike Guérot, will ich mal sagen. Ja, eine nett lächelnde, ne? Das ist auch immer so etwas, was ich lernen musste in meinem Leben. Sympathie ist Menschen im Gesicht abzusehen, abzulesen. Ja? Wenn jemand komisch guckt und du denkst, der guckt ja komisch, aber vielleicht ist er ja nett, vergiss es. Ja, Leute, die komisch rüberkommen, sind komisch. Und die sieht hier nett aus und wunderbar. Und naja, die war also bei Lanz. Und ich will hier mal eben ganz kurz reingehen. Die Sendung von Markus Lanz vom 2. Juni war ein weiterer Tiefpunkt bei der Erfüllung des Sendeauftrags der Öffentlich-Rechtlichen. Apropos, ich will euch ganz kurz einmal zeigen, kann man das sehen hier, Berliner Zeitung. Ich nehme mal eben oben mein Logo weg. So ein bisschen kann man das sehen, glaube ich, ja. Wird das hier noch irgendwo genannt? Ich will nur, dass ihr das richtig sehen könnt. Hier oben ist das Logo von der Berliner Zeitung. Genau. Berliner-Zeitung.de. Der 2. Juni war ein weiterer Tiefpunkt bei der Erfüllung des Sendeauftrages der Öffentlich-Rechtlichen, nämlich ein diverses Meinungsspektrum zu einem Thema abzubilden. Die Bonner Politikprofessorin und Bestsellerautorin Ulrike Guérot war offenbar nur zu einem Zweck eingeladen worden, nämlich um ein Exempel an ihr zu statuieren. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, das kenne ich irgendwoher, das kommt mir ja bekannt vor. Ja, genau. Das hier ist im Grunde nur der Blick ins Mikroskop. Ihre Position ist dabei eigentlich harmlos. Sie stellt vor allem Fragen. Worum geht es? Was ist überhaupt die Interessenlage, ne, bezüglich Ukraine? Was ist das Ziel des Krieges? Im Kern forderte sie, wir müssen zu den Ursprüngen dieses Konflikts vordringen und einen Weg hin zum Frieden bauen. Dann zogen sich die restlichen Diskutanten in ihre Schützengräben zurück und legten los. Auf Kommando Lanz, wer will zuerst? Miloš Matušek, ich weiß nicht mal, wer das ist, hat hier auf Twitter geschrieben, was ist eigentlich zwischen nie wieder Krieg und Krieg ist die einzige Lösung passiert? Ups, jetzt bin ich verrutscht. Ja, ganz genau, sehe ich ganz genauso wie Miloš. Wir haben immer, ja, also immer vorher in den Zeitungen und eben auch überall, ja, Medien, nie wieder Krieg. Jetzt passiert sowas und alle schreien wie die Wahnsinnigen nach Krieg und Waffen liefern und alles. Und sie haben alle ihre Vorsätze einfach vergessen. Und naja, aber sie diskreditieren sich ja. Bei uns, bei mir zum Beispiel, bei den Freidenkern, bei den Menschen, die eben aufmerksam sind. Kein Konflikt fällt vom Himmel. Guérot wurde danach so konsequent niedergebrüllt, unterbrochen und als Randfigur vorgeführt, dass man sich fragen muss, warum man sie überhaupt eingeladen hatte. Es ist seit längerem unübersehbar, dass jede Wortmeldung, die sich auf das Verstehen dieses Konfliktes bezieht, bekämpft wird. Denn verstehen wollen ist schon verdächtig. Zu verstehen gibt es hier nichts, nur zu tun. Es geht schließlich um den Sieg über Russland. Mein Gott, ist das peinlich. Eine Position wie die des Chicagoer Politikwissenschaftlers im Economist, dass der Westen womöglich eine Mitschuld an diesem Konflikt hat, darf bei uns keinen Platz haben und wird zum geistigen Sperrgebiet erklärt. Die banale Erkenntnis, dass kein Konflikt vom Himmel fällt, Stichwort NATO-Osterweiterung oder Biowaffenlabore der USA in der Ukraine, ist ketzerisch. Guérot ist der neueste Punching Ball der Nation. Die Zeichen stehen auf Krieg, weil die Interessenlage auf Kriegskurs steht. Natürlich ist der Russland-Ukraine-Konflikt auch ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland. Okay, das kennen wir ja, 100 Milliarden Bundeswehr. Das Exempel in Sachen Guérot sieht nun so aus, dass sie in der FAZ als Plagiatorin und Lügnerin mit Nähe zu Querdenkern diffamiert wird, während Studenten der Uni Bonn ihr den Mund verbieten wollen. Folgt bald darauf eine Universitätsleitung. Dieses Spiel kennen wir schon aus der Cancel-Culture-Debatte. Druck auf den Arbeitgeber, allseitige Distanzierung, Isolierung, Kontaktschuld. Guérot ist der neue Kimmich, der nächste Punching Ball der Nation. Werden dabei nun auch alle wieder brav mitmachen? Konditioniert worden ist die Medienöffentlichkeit jedenfalls auf dieses Spiel. Erst Kulturkampf, dann Krieg gegen das Virus, jetzt gegen Krieg gegen Russland. Und immer starb zuerst die freie Debatte. Da habe ich ein schönes Bild zu diesem Thema, was ich euch einmal ganz kurz zeigen möchte. Zensur ist das Werkzeug, das genutzt wird, wenn die Lüge ihre Macht verliert. Ja, Zensur ist das Werkzeug, das genutzt wird, wenn die Lüge ihre Macht verliert. Ja, und ich meine, ganz kurz nochmal eben als Nachtrag zu diesem Artikel. Es ist einfach die Essenz. Es ist, ja, wie sagt man das denn? Es ist das Konzentrat dieser gesamten Politik, wobei ich immer wieder sage, sogar in meiner Familie muss ich das sagen, alle hochgradig kritisch, alle im Widerstand seit Tag 1. Ja, es nervt und wir sind abgenervt, was die von uns wollen. Ja, aber sage ich, wo hast du das denn her? Ja, aus der Presse. Glaubt nicht, dass was die Presse schreibt, dass das sozusagen unsere Lebensrealität ist. Die Lebensrealität. Es ist eine Realität, die dort beschrieben wird, die man gerne möchte, die sie für uns ist. Und da komme ich dann auch gleich schon zum nächsten Artikel. Stark-Watzinger, wer ist das überhaupt, fordert gezielte Impfkampagne für Schulkinder. Gesehen hier auf Deutschlandfunk. Bildungsministerin Stark-Watzinger fordert eine Impfkampagne für Schulkinder zur Vorbereitung auf weitere Corona-Infektionswellen. Also ich will euch mal was sagen, ja. Diese ganzen Ministerposten, die hier so besetzt sind, ja, von auch Innenminister, hier Bildungsminister, das sind alles Gesichter, die kennt man überhaupt nicht. Ja? Früher war es immer so, dass man jahrzehntelang in der Politik war und dann irgendwelche Ministerposten bekommen hat. Im Moment scheint es so zu sein, dass hier irgendwelche Leute auf diese Posten erhoben worden sind. Nun will ich Bettina hier überhaupt keinen Vorwurf machen. Ja, Bettina Stark-Watzinger, FDP. Ich will ihr hier gar nicht großartig den Vorwurf machen. Sie macht hier einen Job und sie sieht irgendwo die, ja, sie sieht irgendwo die wartenden Eltern. Die Eltern und auch die Lehrer, die mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, was hast du eigentlich dafür getan, dass wir im Herbst hier geschützt sind? Und jetzt fängt sie an, natürlich zu sagen, ja, wir brauchen also eine gezielte Impfkampagne für Schulkinder. Okay, wenn du Bildungsministerin bist, wer bezahlt dich eigentlich? Dein Volk. Oh, okay. Wie wär's denn mal, wenn du die Eltern fragst? Mach doch mal eine Internetumfrage. Macht doch mal eine anonyme Internetumfrage oder, keine Ahnung, ruft mal ein paar Eltern an. Ich bin die Bildungsministerin, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Mein Name ist Bettina Stark-Watzinger. Ich möchte wissen von Ihnen, wir wissen, dass Sie ein Schulkind haben, das haben wir unseren Unterlagen entnommen. Wie würden Sie dazu stehen? Und da kann sie mal, keine Ahnung, auf dem Nachmittag 20, 30 Anrufe tätigen. Das soll kein Kaffeekränzchen sein, sondern einfach nur mal die Meinung abholen. Man kann auch eine Rundum-E-Mail verschicken und sich einfach mal kurz ein Bild machen über 100 Eltern oder über 1000 Eltern. Ja? Klar, natürlich würde jetzt ein Lehrer sagen, oh Gott, wie soll ich denn bloß 1000 E-Mails schreiben? Da brauche ich ja 3 Tage für. Natürlich brauchst du 3 Tage dafür. Das ist klar. Da braucht man natürlich einen Fachmann, der das in einer halben Stunde erledigen kann, wenn man entsprechende Datenbänke hat. Auf alle Fälle fordert sie hier natürlich wieder rechtzeitig Angebote. Die muss man hochfahren alleine. Hochfahren, ja. Leute, ganz im Ernst, manchen Leuten wünsche ich, dass sie mit ihren Aktionen, mit ihren Hochfahraktionen so schlimm hinfallen, mit einem so schweren Reputationsverlust, dass sie tatsächlich, und ich hoffe, diese Bilder werden wir sehen, eines Tages sich juristisch dafür verantworten müssen. Ich sag's mal nochmal ganz kurz, ich nehme immer das einfachste Beispiel, ja, was mich so bewegt hat, vom ersten Tag an. Vom ersten Tag an hat mich bewegt, meine Cousine zum Beispiel. Ich weiß, der mich kennt hier auf dem Kanal, weiß, ich habe keine Kinder, ich habe auch keine Geschwister, also das nächste wäre meine Cousine. Da sind wir sehr eng verbunden und die hat, ich glaube, mittlerweile 14-jährigen Sohn oder 15. Genau, und also ich stelle mir die Situation vor, sie kommt also an und sagt, Mensch, Streampunk, was ist los, Cousin? Was hältst du denn von dieser ganzen mRNA-Geschichte? Und man redet also vielleicht einfach und sie sagt, ich bin da nicht so von überzeugt. Eigentlich sind wir uns da noch nicht so schlüssig und eigentlich würden wir das auch ablehnen. Aber naja, lass mal hören, was du so zu sagen hast. Würdest du das, wenn ich dann sagen würde, ja, pass auf, super Sache, Lauterbach findet das klasse, Jens Spahn findet das klasse, Frau Merkel findet das klasse, die hat ja so eine tolle Erklärung im Bundestag gegeben. ja, wenn ihr die gesehen habt, wenn nicht, guckt euch das an. Das ist sogar auf meinem Kanal noch zu finden. Da erklärt sie PCR-Wahnsinn. Gebt euch das mal oder gebt euch das nicht. Nur wenn ihr vielleicht krank mal im Bett liegt und nicht wisst, was ihr tun sollt, dann gebt euch das. Ansonsten genießt bitte euer Leben. Auf alle Fälle wäre es dann so, dass ich dann also sage, super. So, meine Cousine kommt dann an, 2 Wochen später und sagt, so, wir haben es jetzt getan. 4 Wochen später liegt der Junge im Schlafkoma oder Wachkoma oder hat irgendwas, was vorher nicht war. Und jetzt kommen natürlich die Leute, wo die gesagt haben, so Leute wie Jens Spahn oder Lauterbach oder diese gesamte Pharma-Lobby, die kommt an und sagt, hey, da kommt aus China, ne, von diesem Tiermarkt, kommt was eventuell sehr gefährlich ist. Ja? Nicht jeder, den wir testen, der positiv ist, muss auch Schnupfen und Husten haben, aber wir messen das trotzdem. So, kommen weltweit Milliarden von Infizierten raus. Dagegen müssen wir was tun, dann wird dagegen behandelt. Da kommt ein Behandlungsimpfstoff und unsere Verantwortlichen sagen, wir wissen gar nicht genau, was da drin ist. Den Hersteller fragen wir, der sagt, nee, ich brauche das auch gar nicht sagen, was da drin ist. Dein Hausarzt fragst du und sagst, sag mal, wenn mir was passiert, trägst du eigentlich Verantwortung? Nee, ich trage keine Verantwortung, wenn dir was nach dieser Behandlung passiert. So, also keiner trägt Verantwortung. Keiner weiß, was es ist. Alle sagen, es könnte gefährlich sein. Wir wissen mittlerweile, die Krankenhäuser, gegen Krankenhäuser in Deutschland wird staatsanwaltschaftlich ermittelt wegen Intensivbettenbetrug. Das heißt, ne, also wir haben hier die Zahlen, die die Krankenhäuser geliefert haben, weswegen wir zu Hause bleiben mussten. Lockdown, die Läden waren geschlossen. Der deutsche Mittelstand wurde durch den Fleischwolf gedreht, weil die Krankenhäuser sich die Taschen voll machen wollten. Das wird gerade staatsanwaltschaftlich ermittelt. Und jetzt kommst du an und sagst, ich will diese Behandlung nicht, und dann bist du unverantwortlich. Ja? Und wenn du, so wie in dem Fall jetzt, ne, meine Cousine hat jetzt, ihr Sohn hat jetzt zum Beispiel irgendwas, was er vorher nicht hatte, ja, was man so hört. Diese angeblichen Long-Covid, wenn ich das schon höre, Symptome, ja. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade frisch gelesen, dieser Autoimmunkampf, dass die Leute immer geschwächt sind, weil der Körper die ganze Zeit gegen etwas ankämpft. Und das ist auch eine Autoimmunkrankheit und die Leute sind nur am Schlafen, die sind immer erschöpft, können sich nicht konzentrieren, nicht mehr arbeiten. Mir fällt jetzt das Wort nicht mehr dazu ein, habe ich gerade heute Nachmittag gelesen. So ein Empfinden hat dieser Junge jetzt. Und dann geht sie zum gleichen Arzt und die sagen natürlich so, ja, das kommt vielleicht von der Infektion. Vielleicht war er ja infiziert und ihr habt es gar nicht gemerkt. Ja, kann es auch von der Behandlung kommen? Nein, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil, ihr seid noch gut weggekommen. Ihr seid noch gut davongekommen. Man muss sich das mal vorstellen. Diese gesamte Faktenlage, die ist so unsicher. Bevor du dich behandeln lässt, gibt es kaum Argumente, warum es passieren soll. Mittlerweile wissen wir, dass der Schutz auch zweifelhaft ist, auf Dauer gesehen. Und trotzdem wird das immer noch empfohlen. Heute lese ich zum allerersten Mal wieder den Namen Christian Drosten in der Zeitung. Der äußert sich, weil in Portugal die Inzidenzen durch die Decke gehen. Plötzlich riechen sie wieder Geschäft. Plötzlich steht es hier bei uns schon wieder in der Presse. Aber eins dürft ihr nicht vergessen. Portugal hat eine Behandlungsquote von 96,7%. Und keiner von euch kommt auf den Gedanken und sagt sich, hey, Moment mal. Kann das auch alles vielleicht anders zusammenhängen? Ja, jo, und dann wird hier gesagt, wir müssen uns auf die Impfung vorbereiten. Kurzum kommt also meine Cousine an und sagt, Mensch, mein Junge hat irgendwas Schlimmes ein paar Tage nach dieser Behandlung bekommen. Wir wissen nicht genau, was es ist. Kein Arzt interessiert sich dafür. Sage ich euch, meine Lieben, ich würde mein Leben nicht wieder glücklich werden, wenn ich das Gefühl hätte, dieses Kind muss diese Dinge erleiden, weil ich den Eltern dazu geraten habe. Ich bin elternlos, ich bin kinderlos, ich bin nicht verheiratet, mir könnte es hier scheißegal sein. Ich würde vor meinem inneren Richter, vor meinem Gewissen nie wieder glücklich leben können. Ja? Und dann kann ich es nicht verstehen, dass es andere Menschen gibt, wie eben auch Politiker, die durch die Welt krakehlen, wie wichtig es ist, sich behandeln zu lassen. Und jetzt haltet euch nämlich fest, was diese ach so verantwortlichen Politiker nämlich drauf haben. Uncut News heißt diese Seite, unabhängige News und Infos. Anwalt. Keiner der Politiker ist mit dem echten Behandlungsstoff geimpft worden. Tausende prominenter Spanier ließen sich gegen Bezahlung in das Coronavirus-Impfregister eintragen, wie die Zeitung El Mundo kürzlich enthüllte. Diese Personen haben den Behandlungsstoff nicht erhalten. José María Fernández Sousa Faro, der Chef des Pharmaunternehmens Pharmamar, ist einer von ihnen. Die belgischen Anwälte Karine Knapen schreibt auf MEWE. MEWE ist im Übrigen eine gute Facebook-Alternative. Sie schreibt also auf MEWE, dass es auch in Belgien ein geheimes Netzwerk gibt, in dem dies in großem Stil geschieht. Geheime Netzwerke in Belgien haben wir schon mal gehabt in den 80ern. Das war nichts Gutes. Dachten Sie, dass gefälschte Impfungen und gefälschte Impfpässe nur in Spanien vorkommen? Denken Sie noch einmal nach. Ich habe auch schon mehrere Angebote aus verschiedenen Ecken des Landes erhalten, sagt Knapen. 500 € in bar pro Behandlung. Ich habe mit Ärzten gesprochen, die es getan haben, und auch mit einem Arzt, der es getan hat, weil ich wissen wollte, was es damit auf sich hat. Ich habe versprochen, Stillschweigen zu bewahren, also habe ich es nie preisgegeben. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass gefälschte Impfungen inakzeptabel sind, aber ich verstehe, dass einige Ärzte, Chirurgen, Krankenschwestern und ja, sogar Journalistinnen und Medienpersönlichkeiten sich für diese Methode entschieden haben. Nee, Leute, das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Für viele war es eine Notwendigkeit, um ihren Beruf weiter ausüben zu können. Ich kann nicht verstehen, dass heuchlerische Politiker die Bibel predigen und die Impfskeptiker verurteilen oder das Spiel mit der Erzählung spielen, sagte der Anwalt. Wie funktioniert das? Sie können dem Netz nur auf Empfehlung von jemandem beitreten, der bereits Mitglied ist. Ja, das sind natürlich Bilderberger, ne? Das ist alles die gleiche Machart. Wie heißen die noch, die Freimaurer? Sie erhalten dann eine Telefonnummer, die Sie anrufen müssen, um einen Termin zu vereinbaren. Und Sie müssen einen bestimmten Satz sagen, damit Sie wissen, dass es um das geht. Sie gehen zum Arzt und die Spritze wird nicht in Ihren Arm, sondern in einen Behälter gesteckt. Die Chargenummer ist in Ihrem Impfpass vermerkt, kostet 500 € in bar pro Behandlung. Knapen, die Ärztin, stellt fest, dass es auch ein Netz für gefälschte PCR-Tests gibt. Das wurde mir auch angeboten. Das funktioniert etwa so. Die Ärzte, die dies tun, haben kontaminierte Reagenzgläser in ihrem Kühlschrank. Sie kleben ihren Namen darauf, der Test geht ins Labor und kommt als positiv zurück. Und voilà, sie haben eine Wiederherstellungsbescheinigung. Der Anwalt weist darauf hin, dass eine bemerkenswerte Anzahl bekannter Stars und Politiker seit Januar 2021 in den Nachrichten waren, weil sie angeblich positiv getestet waren und sich in Quarantäne befanden, aber nicht krank waren. Ich verwette meine Hand darauf, dass Sie das Netz genutzt haben, um eine Wiederherstellungsbescheinigung zu erhalten, die es Ihnen erlaubt, Ihre Arbeit weiterzumachen und frei zu sein. Ich persönlich glaube, dass kein Politiker, kein einziger mit der mRNA oder dem Adenovirus geimpft worden ist. Schlimmstenfalls haben sie ein Placebo erhalten. Die Pharma-Riesen wissen natürlich ganz genau, welchen Fläschchen den echten Stoff und welche eine andere Lösung erhalten. Nachdem nun bekannt geworden ist, dass in Spanien mehr als 2200 falsche Impfstoffe und Covid-Pässe verkauft wurden, ist es an der Zeit, dass ich die Existenz dieser Netze auch in Belgien bekannt mache, liest Knapen. Ja, auch interessant. Das ist im Grunde ja auch nur, wie eben schon, so ein Blick ins Reagenzglas. Das ist nur ein kleiner Teil. Ja, Leute, ihr seid ja schlau und ihr seid gut drauf und ihr könnt euch das selbst mal durch den Kopf gehen lassen. Ob das bei uns auch der Fall ist vielleicht. Ja? Das ist mal so ein bisschen, wo man sich mal inspirieren lassen kann. Ja, keiner der Politiker ist mit dem echten Behandlungsstoff behandelt worden. So, also ich habe das eingangs schon gesagt, wir leben hier so ein bisschen unter einer Glocke und wie gesagt, das hatten wir in Deutschland schon mal. Ich persönlich bezeichne das als Faschismus. Für mich ist Faschismus eine Auslegung, ich habe das in den Definitionen schon mal rauf und runter gelesen, nie so was Richtiges gefunden. Für mich ist Faschismus das, was in dem Artikel mit der Ulrike Guérot gemacht wurde, einfach ein komplettes Ausschließen der Meinung, ein komplettes Ausschließen und Verneinen dieser Meinung, dieses Menschen, ein Diffamieren dieses Menschen und natürlich die rechte Ecke. Ne? Also es sind dann ganz schnell Querdenker. Querdenker sind dann auch Reichsbürger, Rechtsradikale. Da komme ich gleich noch drauf. Genau, und dieses mit dem Faschismus, ja, wie soll ich sagen? Merkwürdigerweise unterstützt unsere Regierung ein Regime in der Ukraine, die also offen ihre ganzen Runen auf dem Körper, auf den Uniformen tragen. Da wird irgendwie weggeguckt, auch wenn das nicht alle Soldaten sind. Die ersten Azov-Soldaten sagen jetzt aus. Da gibt es sogar auch schon erste Videos. Natürlich ist es wie erwartet. Ja, es geht gegen die Kiewer Regierung, gegen die ukrainische Regierung. Mehr kann ich im Moment leider hier auf YouTube dazu nicht sagen. Ja, Faschismus, das Ausgrenzen von Bevölkerungsgruppen. Das Ausgrenzen von Bevölkerungsgruppen war zunächst die Unbehandelten. Das waren wir. Wir wurden ausgegrenzt von unserem Bundeskanzler in seinem Antrittsinterview bei der Bild. Die Ungeimpften sind schuld an dieser Situation. Lauterbach hat das sogar jetzt im September, nee, wann war das? Wann war denn hier die Sitzung mit der Impfpflicht? April? Ja, irgendwas im April war das, glaube ich. Ja, oder März, April. Die Abstimmung im Bundestag, da hat er auch eine Rede gehalten, wofür er jetzt sogar auch angeklagt wird wegen Volksverhetzung. So kann ein Politiker sich nicht äußern. Das ist Faschismus, ganz klar. Und hier habe ich einen Beweis gefunden des weiteren Faschismus. Und zwar seht ihr hier Markus Lanz, einen ganz kurzen Ausschnitt. Und er wirft hier dem SPD-Parteivorsitz oder wer ist er, vor, was unsere Christine Lamprecht bisher denn so gemacht hat. Und da will ich mit euch ganz kurz einmal reinhören. Mitte Dezember flog Frau Lamprecht für ein paar Stunden nach Litauen und hat sich dann in den Weihnachtsurlaub nach Ischgl verabschiedet. Die Leute aus der Truppe sagen, sowas haben wir hier noch nicht erlebt. Sie haben Berichte darüber, dass sie um 9 ins Büro kommt und am Nachmittag wieder geht. Sie haben Berichte darüber, dass sie kurz nach Kriegsantritt in einem Nagellackstudio in Berlin gesehen wird. Sie haben Berichte darüber, dass der britische Kollege sich beschwert, weil er ein ums andere Mal um einen Telefontermin bittet und diesen Telefontermin nicht kriegt, weil angeblich Friseurbesuche wichtiger seien. Und er beschwert sich am Ende ganz kurz. Er beschwert sich am Ende sogar schriftlich bei der Bundesregierung, weil diese Termine, warum auch immer, ein ums andere Mal abgesagt werden. Ich will nur sagen, es wird im Ernst der Lage, und jetzt haben wir noch diese Helikoptergeschichte und vieles, vieles andere. Wir haben innerhalb der ersten 5 Monate, ich kann weitermachen, keinen einzigen Antrittsbesuch in Paris, in London, in Riga, in Vilnius, in Tallinn, nirgends. In Warschau nicht. Und irgendwann mal dann in den USA. Also in dieser Situation, solche Debatten, eine nach der anderen. Da ist ja irgendwann mal ein Muster erkennbar. Und ich finde, Sie haben völlig recht. Man sollte nicht immer so super kleinlich sein. Aber wenn Sie das eins nach dem anderen so sehen, ja, Herr Lanz, aber noch dann entsteht da... Genau. Habt ihr das mitbekommen gerade, ja? Unsere Verteidigungsministerin, die ist ernannt worden im letzten Jahr, kurz nach der Bundestagswahl, und war seitdem bei keinem ihrer Kollegen im europäischen Ausland. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein Zeichen, das ist ein Zeichen, ich will nicht sagen, ein Zeichen für Faschismus, aber ein Zeichen dafür, dass wir in einem Politikapparat in Berlin leben, wo wir sozusagen keine anderen Ratschläge brauchen. Scheinbar ist es so, dass die Deutschen hier einen Solofilm durchziehen und meinen, sich nirgendwo bei ihren ausländischen Kollegen rechtfertigen zu müssen. Es gibt ja Protokolle, politische Protokolle. Da wirst du ernannt und das erste ist Besuch bei dem, Besuch da, Besuch hier, Besuch dort. Ja. Sie war ausschließlich in der USA, sonst nirgendwo. Nicht in Frankreich, nicht in England, nicht in Riga, nicht in Polen, wie Markus Lanz hier gerade gesagt hat. Ich will hier gar nicht drauf rumreiten, dass sie sich mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen lässt oder in irgendwelchen Nagelstudios arbeitet. Sage ich schon, in irgendwelchen Nagelstudios sitzt und sich die Nägel machen lässt. Darauf will ich gar nicht eingehen. Ich finde es bedenklich, und das habe ich von Anfang an gesagt, unsere Politik und auch überhaupt unsere Medien sollten sich einmal Gedanken darüber machen, wie kommen wir überhaupt im Ausland rüber. Und auch das wird sich irgendwann rächen. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zum positiven Teil meines heutigen Videos. Wird auch langsam Zeit, eine halbe Stunde haben wir ja auch schon rum. Ich mach's auch kurz. Über Ursula von der Leyen braut sich ein neuer Sturm zusammen. Europaabgeordnete drohen der Präsidentin der EU-Kommission mit einem Misstrauensantrag. Boom! Völlig unnötig, sagen sie, habe sie den Weg für die Corona-Milliarden an Polen freigemacht. Und das ist nicht der einzige Ärger. Auch im Kreis der Mitgliedstaaten wundert man sich über von der Leyens Führungsstil. Also im Kreis der europäischen Mitgliedstaaten wundert man sich also hier über den deutschen Führungsstil. Leute, ganz im Ernst, ne? Diese deutsche kaiserliche Elite, ja, die fliegt dermaßen hoch, dass sie den Boden unter den Füßen verloren hat. Und es stinkt ganz gewaltig. Ich habe es eben schon mal gesagt. Wir bringen hier ein politisches Bild ins Ausland, was wirklich zum Grausen ist. Und wahrscheinlich fragen sie sich alle, wieso gerade die Deutschen? Gerade die Deutschen mit ihrer Geschichte müssen doch vorsichtig sein, wie sie nach außen wirken. Nein, gerade die Deutschen, gerade weil wir diese Geschichte haben, handeln wir so, weil wir keine Ahnung was. Bei uns ist vielleicht genetisch irgendwas verkehrt. Ich weiß es nicht genau. Ursula von der Leyen wusste, auf welcher Klaviatur sie spielen musste, als sie am 16. Juli 2019 ans Rednerpult trat. Die Abgeordneten sollten sie an diesem Tag zur Präsidentin der EU-Kommission wählen, aber viele, besonders unter den Linken und Grünen, misstrauten der gescheiterten deutschen Verteidigungsministerin und Dutzfreundin von Angela Merkel. Ja, da bildet du dir mal was drauf ein. Weißt du, solche Mädels, ne, na gut, jetzt will ich nichts sagen. Ich will schon wieder jetzt hier die Schulhofgeschichten bringen, aber das lasse ich lieber. Sonst werde ich wieder gehässig. Von der Leyen machte ihren Gegnern deswegen Avancen und versprach unter anderem einen Plan zur Klimaneutralität, Garantien für Mindestlöhne, eine Digitalsteuer sowie ein klares Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit. Für die Wahl zur mächtigsten Frau in Brüssel sollte das reichen, wenn auch nur knapp. Von der Leyen rutschte mit lediglich 9 Stimmen über der nötigen Mehrheit in ihr neues Amt, wohlwissend, dass die Zusammenarbeit mit den Europaabgeordneten schwierig werden würde. Dann kam natürlich die Corona-Pandemie. Dann wurde alles ausgefahren. Hier, Stein des Anstößes ist die jüngste Entscheidung der Kommission, den Corona-Aufbauplan der polnischen Regierung zu billigen. Wie jeder Mitgliedstaat sollte das Land erklären, wie es die Milliarden einsetzen würde, die ihr aus dem Fonds zur Bewältigung der Pandemie zustehen. Wegen des Streits um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen hielt Brüssel die Gelder jedoch bisher zurück. Da wird große Politik gemacht, die kleinen Länder werden unter Druck gesetzt. So, vergangene Woche dann die überraschende Kehrtwende, nachdem die Regierung in Warschau angekündigt hatte, die sogenannte Disziplinarkammer für Richter abzuschaffen und die durch eine Kammer für berufliche Verantwortung zu ersetzen, beschloss die Kommission, Polens Aufbauplan gutzuheißen, 35 Milliarden. Korruption, bis es nicht mehr geht. Ja, machst du jetzt hier mit bei unserem Narrativ, gib 35. Ja, komm, dann ist egal. Melden wir hier so eine Richtervereinigung ab und dann ist die Sache erledigt. Viel zu schnell entrüsteten sich darauf grüne, sozialdemokratische und liberale Europaabgeordnete, habe von der Leyen damit ihr größtes Faustpfand aus der Hand gegeben. Es sei ja noch völlig ungewiss, ob es sich bei der Ankündigung nur um Augenwischerei handelte. Auch in der Kommission erntete die Präsidentin Unverständnis. Gleich 2 EU-Kommissare stimmten gegen den Beschluss, zum ersten Mal in von der Leyens Amtszeit. So, jetzt will ich hier nicht großartig reingehen in diesen Artikel. Unglückliche Figur ist sie auf jeden Fall, das steht hier auch nochmal, ja, sie ist auf jeden Fall eine unglückliche Figur und sie macht auch eine unglückliche Figur. Also es scheint so ein bisschen zu rappeln im Karton hier. Ursula kriegt also Gegenwind, was ich also gut finde. So, nächster Artikel, und das ist ja auch etwas Positives. Das ist nämlich etwas, Experten warnen vor Wohnprojekten der Corona-Protestszene. Was für Experten sind denn das? Sind das die Experten, die uns von Anfang an begleiten, die uns auch empfohlen haben, wie oft wir uns behandeln lassen sollen, die uns auch empfohlen haben, wie gut das alles wirkt, die uns auch geraten haben, hey, das wird nicht so schlimm werden, wenn ihr euch alle behandeln lasst. Sind das die gleichen Experten? Passt mal auf, was hier steht. Nach Report Mainz-Recherchen plant die Corona-Protestszene Wohnprojekte, um sich vom Rest der Gesellschaft abzuschotten. Ja, Wahnsinn! Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz wollen Teile der Corona-Leugner-Szene große Grundstücke kaufen, um sich von der Gesellschaft abzukapseln und unabhängig zu machen. Dabei geht es unter anderem um Pläne zum gemeinsamen Wohnen und zur eigenen Lebens- und Energieversorgung. Dem ARD-Politikmagazin sind 2 konkrete Projekte in Nordrhein-Westfalen und Hessen bekannt. Ja, ey, finde ich super. Finde ich absolut super. So, es geht weiter. Nordrhein-Westfalen, Siedlung für 1,6 Millionen € gekauft. Demnach haben mutmaßliche Anhänger der Corona-Protestszene in Nordrhein-Westfalen eine 2,1 Hektar große Wohnsiedlung gekauft für 1,6 Millionen €. Nach eigenen Angaben leben dort mehr als 20 Menschen und haben dafür eine Genossenschaft gegründet. Auf dem Social-Media-Kanal Telegram suchen sie derzeit nach Mitstreitern und veranstalten regelmäßig Besichtigungen für Interessierte. Ja, mega! Endlich mal eine regionale Aktion, finde ich ja der absolute Hammer. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins werben sie auf diesem Treffen für Genossenschaft mit einem eindeutigen Bezug zur Pandemie, sprechen von angeblichem Corona-Wahnsinn. Mit der Genossenschaft wolle man Raum für eigene Regeln schaffen, illegale Veranstaltungen ermöglichen. Außerdem plane man eine eigene Schule, ein Gesundheitszentrum, wo die Behandlung keine Rolle spiele, und denke über eine eigene Währung nach. Das hört sich im ersten Moment echt total utopisch an, aber das Genossenschaftsprinzip, es gibt sogar Banken, die immer noch Genossenschaften sind. Das Genossenschaftsprinzip kannst du mit allem machen. Das ist eine ganz tolle Sache. Gesundheitszentren kann ich absolut verstehen. Wir haben so viele Ärzte, die verfolgt wurden, die aber trotzdem arbeiten wollen. Und auch das mit der eigenen Schule kann ich auch sehr gut verstehen. Wir haben ja diesen jungen Mann, dessen Name mir jetzt nicht mehr einfällt, der hat im Corona-Ausschuss davon gesprochen. Der hat mal so ein paar Konzepte gemacht, wie man also außerhalb des herkömmlichen Schulsystems auch Lerninhalte in die Kinder bringen kann. Ja, nämlich mit Köpfchen und Spaß und allem, was dazugehört. Hat hervorragend funktioniert. Mittlerweile kommen ausländische Pädagogen und Vereine auf ihn zu und die wollen das überall auf der Welt durchbringen, weil ja, dass einfach so vom Staat aus die staatliche Schulbildung so nicht mehr funktioniert. Oder man kann eben auf andere Art und Weise die Kinder einfach besser fürs Leben vorbereiten. Also dann ist noch die Sache mit der Währung hier, ne? Da denkt man, ja gut, was soll das denn sein? Anti-Corona-Dollar, das ist ja Blödsinn. Aber es gibt ja Kryptowährung. Jeder kann eine Kryptowährung auflegen. Also, warum nicht? Ja, wie soll denn das gehen? Ganz einfach. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass hier ein Großgrundbesitzer diese 1,6 Millionen € ausgegeben hat, dieses 2,1 Hektar ihm gehören, er zieht einen Zaun darum und gründet eine Wohngenossenschaft und lässt diese 20 Menschen innerhalb dieser Genossenschaft in diesen Immobilien wohnen. Ihm selber gehört aber das Grundstück, das wird dann verpachtet vielleicht, ja, an die Genossenschaft, kein Problem, aber es ist Privatgrund. Dann zieht er einen großen Zaun darum und braucht nur jeden reinlassen, den er will. Natürlich lassen wir staatliche Organe rein, also die Polizei natürlich. Das hier wird keine Reichsbürgergeschichte, um Gottes Willen, ja, sondern einfach eine Konsequenz, dass man sagt, ihr habt uns jetzt hier 27 Monate durch den Fleischwolf gedreht, ihr könnt euer Ding in Zukunft alleine machen. Ja. Hochinteressante Sache, hochinteressant. Das ist der Samen von etwas ganz, ganz Großem. Und hier geht's aber weiter. In Hessen, Kauf einer ehemaligen Kaserne geplant. Bei einem weiteren Projekt in Hessen geht es um eine ehemalige Kaserne. Report Mainz hat Mitte Mai das Gründungstreffen dieser Genossenschaft dokumentiert. Die Teilnehmer der Gründungsveranstaltung stammen aus der Corona-Protestszene in Hessen und aus dem Umfeld der Partei Die Basis. Schau mal, okay, hier steht Corona-Protestszene. Hier oben nennen sie das noch anders, Corona-Leugner-Szene. Ja? Und dann ist hier die Basis, ist natürlich eine offizielle Partei. Da wird hier schon wieder ein bisschen anders gesprochen. Ja? Genau, die Basis. Die Initiatoren werben auf Demonstrationen und im Internet damit, sich vom Rest der Gesellschaft autark und unabhängig machen zu wollen. Die Verantwortlichen beider Projekte wollen sich gegenüber Report Mainz nicht äußern. Auch der Landesverband der Partei Die Basis ließ schriftliche Anfragen unbeantwortet. Ja, das hier ist vom SWR, ganz kurz oben zu erkennen, SWR. Und natürlich sprechen wir mit euch nicht mehr, ja, weil ihr seid die Letzten. Ja, ihr seid unmenschlich, ihr habt euren Medienauftrag nicht verstanden. Und das zeigt sich hier. Behörden in NRW und Hessen bestätigen die Recherche von Report Mainz. Das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz teilte mit, es seien vereinzelt Hinweise auf Vorhaben bekannt, in denen Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen autarke Lebens- und Versorgungsgemeinschaften gründen wollten. Also Lebens- und Versorgungsgemeinschaften. Ich habe gestern ein Video gesehen, dazu mache ich noch ein eigenes Video. Es gibt Wasserstoffanlagen mit Solartechnik gepaart, wo du ganz offiziell heute in deinem Haus autark leben kannst, unabhängig von Gas- oder Stromversorgung. Insofern ist das hier nichts Illegales, im Gegenteil sogar etwas Marktwirtschaftliches, und zwar etwas ganz Großartiges. Mir sind gestern wirklich die Augen geöffnet worden, ich dachte nicht, dass wir schon so weit sind. Ja? So, also nichts gegen autarke Lebens- und Versorgungsgemeinschaften. Die Behörde zieht in ihrer Stellungnahme Parallelen zu Teilen des rechtsextremistischen Spektrums sowie der Szene der sogenannten Reichsbürger. Man sehe in extremistischen Aussteigerprojekten eine Gefahr, weil diese mit der ideologischen Abschottung des involvierten Personenkreises einhergehen und damit individuelle und kollektive Radikalisierungsprozesse befördern können. Also Leute, wir sind hier fast zwangsbehandelt worden von unserer eigenen Regierung. Was ist denn radikaler als das? Ja, der Verfassungsschutz lässt sich von den Verbrechern hier instrumentalisieren, wenn sowas hier geschrieben wird. Ihr müsst mal die richtigen Leute überwachen. Ja, was habe ich eben vorgelesen? Die ganzen Reichen und die Politiker haben sich in Spanien ihren Ausweis, ihren Behandlungsausweis gekauft für 500 Euro pro Behandlung. Solche Leute solltet ihr verhaften. Ja? So, und das ist eine ganz tolle Sache, was hier passiert. Und ihr seid selber schuld. Ihr seid selber schuld, ja, weil ihr es nicht begriffen habt. Hackt doch einfach weiter auf uns rum. Dann gründen wir weitere Projekte. Dann seid ihr irgendwann raus. Ihr seid sowieso raus. Das habt ihr nur noch nicht gemerkt. Ihr glaubt, das geht alles wieder so weiter wie vorher. Das wird es nicht. Hier wird jetzt abgerechnet, Leute. Und zwar friedlich und konstruktiv. Und das hier ist ein Anfang. Und das finde ich super. Und Applaus, wirklich ein riesen Applaus für diese Aktion. Ja, ich habe ja auch hier vor, ich bin im Moment noch am Recherchieren, wie kann man regionale Projekte vorantreiben. Da versuche ich mir im Moment noch Informationen zusammenzusammeln. Mal sehen, was man hier so auch bei uns machen kann. Die nächste positive Nachricht, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, auch Kanada wehrt sich mit aller Kraft gegen die WHO. Das ist ein großer Sieg für die Kanadier. Hä? Was ist denn da passiert? Ein großer Sieg für die Kanadier, denen die Gesundheitssouveränität am Herzen liegt. Die 13 Änderungsanträge zu den internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO wurden nicht angenommen. Das schrieb die kanadische Abgeordnete Leslyn Lewis am Mittwoch in den sozialen Medien. Auf ihrer Webseite erklärte sie, Bürger aus aller Welt hätten sich sehr dafür eingesetzt, dass die Änderungsanträge auf der Weltgesundheitsversammlung letzte Woche nicht angenommen wurden. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wo es hieß, die WHO will sich jetzt auch hier über die Regierung, über die Landesregierung stellen, mit 13 neuen Änderungsanträgen. Diese Änderungen hätten der Weltgesundheitsorganisation mehr Macht über die Politik der einzelnen Mitgliedstaaten gegeben. Ne? Pandemiepolitik. Wir haben Nein gesagt zu einer Gruppe nicht gewählter Bürokraten, die sich in unsere Pandemiebekämpfung einmischen, betonte Lewis. Ja. Hammer. Es ist einfach Hammer. Ja, und hier wird also nochmal beschrieben in dem Artikel, das hier ist Uncut News, auch nochmal auf alle Fälle zu empfehlen. Eine Schweizer Seite, uncutnews.ch. Und hier wird in diesem Artikel das so ein bisschen beschrieben, dass die Leute sich also auch über Social Media, hier gibt es eine Petition, die mehr als 22.000 Mal unterzeichnet wurde. So, stellte sich heraus, dass die von beiden eingereichten Änderungsanträge, also US-Präsidenten, nicht mehr auf dem Tisch lagen und dass der Arbeitsgruppe für Pandemiebekämpfung neue Änderungsanträge vorgelegt worden waren. Dies verstößt gegen die Regelung, da Änderungsanträge mindestens 4 Monate vor einer Weltgesundheitsversammlung eingereicht werden müssen. We won, schreibt dann die gute Leslyn Lewis. Ja, super. Super, ich find's klasse, dass hier, es ist wirklich unglaublich, es dauert und dauert und dauert und dauert. Aber ja, scheinbar kommen wir doch ans Ziel. Und ja, dann habe ich jetzt hier als letztes ein kurzes Video und da muss ich sagen, geht mir wirklich das Herz auf. Unsere ganzen Querdenkeranwälte, wir kennen sie alle, sind alle im Moment dabei, inklusive Strafrechts ist der Professor Strafrechtswissenschaftler Martin Schwab. Als Gutachter, Beate Bahner als Rechtsanwältin, ein ganzes Anwaltsteam und auch als Gutachter ist auch die Ulrike Kämmerer, der Professor Kämmerer dabei. Da dreht es sich darum, dass zwei, was sind es, ein Oberstleutnant und ein Offizier, nee, also zwei Offiziere, ich zeige euch den Artikel, zwei Offiziere haben geklagt. Ne? Corona-Behandlungspflicht, Bundeswehr-Offiziere beharren auf Ablehnung. Die beiden Soldaten gegen die Impfpflicht bei der Bundeswehr klagen, wollen sich mit keinem verfügbaren Vakzin impfen lassen. Ihre Anwältin zweifelt daran, jetzt muss ich schon wieder aufpassen, was ich vorlese. Warum? Weil mir da noch was einfällt zu. Die Zensur ist das Werkzeug, das genutzt wird, wenn die Lüge ihre Macht verliert. Deswegen muss ich hier auf YouTube aufpassen, was ich sage. Die beiden Soldaten, die gegen die Behandlungspflicht bei der Bundeswehr vor dem Bundesverwaltungsgericht klagen, wollten sich mit keinem der verfügbaren Behandlungsstoffe behandeln lassen. Die Beschwerde vor dem Wehrdienstsenat richtete sich gegen alle verfügbaren Behandlungsstoffe, einer der Kläger in Leipzig. Der Oberstleutnant legt auch die Verwendung sogenannter Todbehandlungsstoffe ab. Diese seien nicht ausreichend erforscht. Dem Richter zufolge könnten die beiden Kläger, die von der Bundeswehr Behandlungsstoffe von BioNTech und Moderna meiden, indem sie bei niedergelassenen Ärzten oder in Impfzentren andere Behandlungsstoffe wählen. Kläger spricht von experimentellen Injektionen. Ja, und dieser Prozess, der hat also seine ersten Tage da schon hinter sich. Und da kennt ihr vielleicht Tom Lausen, den Datenanalyst, der ist da auch Sachverständiger, und der hat sich nach dem ersten Tag da schon zu geäußert. Die nehmen da das Paul-Ehrlich-Institut komplett in die Zange. Unsere staatlichen Institutionen wissen nicht mehr, was sie sagen sollen, weil jetzt plötzlich Juradeutsch gesprochen wird. Ja, Juradeutsch, wie es in unserem Grundgesetz steht. Gönnt euch einmal Tom Lausen zu der Sache. Ja, ich hatte heute im Bundesverwaltungsgericht die Gelegenheit, als Parteien-Sachverständiger der Bundeswehrsoldaten das Paul-Ehrlich-Institut zu befragen. Das Paul-Ehrlich-Institut ist unsere Bundesoberbehörde für die Arzneimittelsicherheit und Impfstoffe. Also nicht für die Arzneimittel, für die Impfstoffsicherheit. Und wir wollten mal wissen, wie das eigentlich aussieht. Wie kommen die eigentlich darauf, dass 3000 Todes- oder knapp 3000 Todesverdachtsmeldungen auf einmal nur noch mögliche und wahrscheinliche 116 Todesverdachtsmeldungen sind? Und sind diese Todesverdachtsmeldungen, wie werden die eigentlich untersucht? Und es wird keine Obduktion gemacht, es wird im Grunde genommen wird nur angerufen, wenn überhaupt, da muss ich jetzt ein bisschen grinsen, weil es ist schon ein bisschen befremdlich. Es wird nicht der Arzt unbedingt angerufen, sondern die meldende Person. Das heißt also, es kann eine Frau, ein Mann sein, Angehöriger, der das gemeldet hat, im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstorben, und dann wird diese Person befragt. Und wenn das eine nicht medizinisch nicht ausgebildete Person ist, naja, also dann kommt vielleicht irgendeine Aussage, und dann wird das am Ende möglicherweise nicht als wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Impfung stehend einsortiert. Und am Ende ist die Frage, wie werden dann aus 3000 Todesverdachtsmeldungen 116? Das wird dann mit einer statistischen Methodik errechnet und weggerechnet, muss man das einfach so sagen. Und möglicherweise kommt es dann auch nicht in die STIKO-Empfehlungen, sodass wir also eigentlich gar nicht genau wissen, ob diese STIKO-Empfehlungen basieren auf diesen schweren Nebenwirkungen oder den Todesverdachtsfällen. Und das kann natürlich auf Dauer im Ergebnis so nicht stehen bleiben. Das haben wir heute geklärt vor Gericht. Wir hoffen, dass damit die Duldungspflicht von dieser Verhandlung passé ist. Aber wissen tun wir es natürlich nicht. Was ist deine persönliche Empfindung? Versucht man, diese Fälle zu vertuschen, also von der Öffentlichkeit fernzuhalten? Naja, also das ist ein bisschen schwierig. Der Dr. Menzer ist ja ein ganz sachlicher Mann, sehr leise, und macht seit 2004 die Referatsleitung von dieser Pharmakovigilanz, also Überwachung der Impfstoffsicherheit. und dem würde man nichts Böses unterstellen und das würde ich auch nicht. Aber er verlässt sich auf Statistiker, die richtige statistische Methoden anwenden und ich habe heute gefragt, ob diese Methode so, wie er sie macht, ob die überhaupt so gültig ist und ob die überhaupt funktioniert und er konnte das nicht beantworten und sagte dann, er sei kein Statistiker. Und dann kann jetzt sein, dass die Anwälte hier noch beantragen werden, den Statistiker zu hören, denn aus unserer Sicht, aus den statistischen Methodiken, die wir erkennen können, ist das unkorrekt, wie sie das machen. Und damit können von 3000 am Ende nicht viele übrig bleiben, von den 3000 Todesverdachtsmeldungen. Und genauso ist es auch bei den schwerwiegenden Nebenwirkungen. Also wir hatten beispielsweise das Thema Lungenembolie. Und da rechnet man mit statistischen Methoden rum, aber wir wissen schon lange, dass 2021 etwa 10% mehr Lungenembolie da war. Das wissen wir aus den Krankenhausdaten. Da brauche ich nicht mehr raten, da brauche ich auch nicht mehr statistische Methoden einsetzen, was könnte sein und observed versus expected. Ja, und das haben wir heute alles gesehen und also aus meiner Sicht, wenn man die Nebenwirkungen und die Todesfälle nicht wirklich weiß, kann man keine Duldungspflicht anordnen. Es geht einfach nicht. Und möglicherweise werden sie es trotzdem tun, aber vielleicht haben wir auch Gutes heute in Erfahrung gebracht. Ich würde der Sache nicht vertrauen, wenn mir ein Beamter, wie der Herr Dr. Menzer, ich denke, er ist Beamter, wenn der mir sagt, also diese 3000 Todesverdachtsmeldungen sind ja nur Todesverdachtsmeldungen. Und unser Statistiker rechnet dann das aus, wie viele davon wirklich zurückzuführen sind. Aber eine Obduktion gibt es nicht. Es gibt keine medizinische Untersuchung, es gibt keine genaue Untersuchung der medizinischen Vorgeschichte. Wenn man dann am selben Tag der Impfung stirbt oder 2 Tage oder 3 Tage später, dann ist es halt eine statistische Frage. Und das tut mir leid, dafür kann ich mir nicht vorstellen, dass das sicher genug ist. Danke. Ja, Tja, meine Lieben, das muss man sich einfach mal reinziehen. Das Paul-Ehrlich-Institut weiß nicht, was es antworten soll. Weil sie sind ja schließlich keine Statistiker. Muss man sich mal vorstellen. Das Paul-Ehrlich-Institut berät unsere Regierung und das Paul-Ehrlich-Institut beschäftigt externe Statistiker, die sozusagen die ganzen Zahlen zusammengestellt haben, auch in der Vergangenheit. Und jetzt werden sie vor Gericht gefragt, sag mal, was ist denn da mit den Zahlen? Und die sagen, das kann ich nicht sagen. Ich bin kein Statistiker. Da müssen sie den Statistiker fragen. Das ist zynisch. Das ist das allerletzte. Das ist, ja, also deutlicher geht's ja gar nicht mehr. Deutlicher geht's ja gar nicht mehr. Also ich habe zum Beispiel diesen Artikel hier der Bundeswehr auf TRT Deutsch gefunden. Keine Ahnung, was das für eine Seite ist. Aber in den Mainstream-Medien steht's halt nicht. Was soll ich dazu sagen, Leute? Diese ganze andere Geschichte da, die fällt. Und zwar mit einem riesigen Krachen. Sie ist im Grunde schon gefallen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das alles wirklich löst. Glaubt bitte nicht, was in der Zeitung steht. Ja, glaubt bitte nicht, wenn da steht, es geht wieder los im Herbst und die irgendwelche Leopardenpocken und Affenpocken kommen. Das glaubt das bitte alles nicht. Ja, vertraut bitte auf euer menschliches, wie sagt man, auf euren menschlichen Sachverstand. Hört mal ein bisschen mehr auf euer Herz und auf euren Bauch. Lasst euch nicht mit Argumenten totschlagen. Sucht nicht die Lösung im Detail, sondern im Einfachen. Ja, versucht das einfach alles so ein bisschen einfacher für euch zu gestalten, ja, dahingehend, dass wir uns einfach nicht mehr wahnsinnig machen lassen. Aber es sieht ja hier wirklich gut aus, ja. Also der von der Leyen geht's ans Leder, die hat also in der EU da nicht mehr so einen Rückhalt. Ja, und hier unser Prozess mit der Bundeswehr, der läuft auch, da bin ich mal da bin ich mal gespannt. Das wird noch sehr interessant. Es wird vermutet, dass das mehrere Prozesstage werden. Ja, hochinteressant, was das anbelangt. Ja, dann bin ich auch schon wieder am Ende, bedanke mich für eure ganze Aufmerksamkeit. Wenn du bis hierhin meinen Kanal nicht abonniert hast, ist das für mich überhaupt gar kein Problem. Wenn du bis hierhin auch dieses Video nicht geliked hast, ist das für mich auch überhaupt gar kein Problem, auch wenn du noch keinen Kommentar geschrieben hast. Dass du dieses Video bis zu diesem Zeitpunkt geguckt hast, das unterstützt meinen Kanal schon genug und dafür danke ich dir. Und natürlich bitte ich dich darum, trotzdem diesen Kanal zu abonnieren, trotzdem das Video zu liken und trotzdem einen Kommentar zu schreiben. Nicht einfach nur einen Kommentar. Natürlich soll das auch Sinn ergeben. Darum möchte ich euch bitten, wie immer. Ich lese alle Kommentare. Ich komme nicht immer dazu, alle zu beantworten. Aber ich lese alle und ich finde es super, wie ihr euch zum Teil äußert, dass ihr auch ein bisschen schreibt gerne aus eurem Leben, aus euren Erfahrungen. Und schaut bitte auch einmal auf meinem Telegram-Kanal. Da habe ich diese ganzen Informationen, diese ganzen Artikel nämlich gefunden. Das lohnt sich auf alle Fälle. Die Links dazu findet ihr hier in der Infobox unter dem Video. Und gerne möchte ich auch den Hinweis nochmal loswerden zu meinem Odysee-Kanal. Odysee sozusagen, da findet ihr alle bisher gelöschten Videos, die YouTube zensiert hat. Dort habe ich auch ein, zwei Videos extra speziell für Odysee gemacht, die so harte Informationen, auch was die Ukraine anbelangt, zeigen und beinhalten, ja, dass man das hier nicht so einfach bringen kann. Lasst überall ein Like da, lasst überall ein Abo da, weil was die Zukunft bringt, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.